Endlich ist die Premier League zurück. Alles, was es zu dem Turnier zu wissen gibt und was am ersten Spieltag alles passiert ist, gibt es jetzt. Die Premier League ist neben der Darts-WM vermutlich eins der beliebtesten Turniere im Jahr. So werden nur die 4 besten Spieler der Welt für dieses Turnier gesetzt. Und daraufhin gibt es noch 4 weitere Wildcards, die verteilt werden. Und wie genau diese verteilt werden, sagt die PDC nicht unbedingt. Man möchte einfach nur die, ich sag mal, spektakulärsten Spieler auf diesem Event haben. Deswegen sucht die PDC nach Leistung, nach Entertainment-Faktor und Show-Charakter ein bisschen aus. Deshalb gab es dieses Jahr verärgerte Spieler, die nicht dabei waren, keine Wildcard bekommen haben, aber es von der Leistung her eigentlich verdient hätten. Wie Luke Humphries, Danny Noppert oder Joe Cullen, der letztes Jahr dieses Turnier nur um einen Millimeter nicht gewonnen hat und waren darüber natürlich sehr verärgert und posteten das auch zum Beispiel auf Twitter. Wir Deutschen hatten nach der WM auch ein bisschen die Hoffnung, dass Gabriel Clemens reinrutscht und auch eine Wildcard bekommt. Aber das war leider nicht der Fall. Außerdem ist dieses Tournament folgendermaßen aufgebaut. Es wird jetzt jeden Donnerstag einen Spieltag geben, der in verschiedenen Locations ausgetragen wird. So reist die PDC von Stadt zu Stadt und reißt dort ein Riesenspektakel ab. Und an jedem Spieltag gibt es so eine Art Turnier im Turnier. Das bedeutet, diese 8 Spieler spielen alle gegeneinander. Woraufhin es ein Halbfinale und ein Finale gibt. Und je nachdem, wie weit man kommt und ob man diesen Spieltag gewinnt, bekommt man Punkte. Und diese Punkte gibt es in einer Tabelle. Das Ganze zeige ich euch nachher am Beispiel vom ersten Spieltag, dann versteht ihr das Ganze ein bisschen besser. Und anhand dieser Punkte gibt es dann am Ende der Premier League Playoffs, wo dann die Besten der Tabelle ein Turnier austragen und der Sieger dieses Turniers hat die Premier League gewonnen. Weil ich es beim letzten Major-Turnier schon erwähnt habe, wollte ich das jetzt hier auch nicht unerwähnt lassen. Michael van Gerwen konnte schon 6-mal die Premier League gewinnen und davon 4-mal in Folge. Fun Fact, Phil Taylor konnte auch 6-mal die Premier League gewinnen und zufälligerweise auch 4-mal in Folge. Insgesamt gibt es ein Preisgeld von 1 Million Pfund, aber das ganze Geld wird nicht in die Weltrangliste eingerechnet, weil es wieder mal ein Einladungsturnier ist. Also das Gewinnen der Premier League bringt bei der Weltrangliste nichts. Aber es bringt ganz schön viel Geld. Und jetzt kommen wir zum gestrigen Spieltag in Belfast. Dort konnte Gervin Price letztes Jahr 2 9-Darter werfen in 2 unterschiedlichen Spielen und hat damit Geschichte geschrieben. Doch gestern sollte alles anders laufen für Gervin Price und er flog schon im ersten Spiel raus. Aber es gibt da noch etwas, was ich nicht unerwähnt lassen möchte. Gervin Price schien irgendwie ein bisschen demotiviert, beziehungsweise hat er nicht diese typischen Gervin Price-Schreie und Jubler drin gehabt. Er war eher ruhig und ironisch bei einer guten Aufnahme, statt komplett zu eskalieren. Wobei ich auch sagen muss, viel Gutes zum Jubeln gab es gestern Abend jetzt auch nicht. Ob er jetzt schlecht gespielt hat, weil er nicht gejubelt hat, oder er nicht gejubelt hat, weil er schlecht gespielt hat, das müsst ihr entscheiden. Und neben Gervin Price konnte kein gesetzter Spieler außer Michael van Gerwen das Auftaktmatch gewinnen. Und Michael van Gerwen bekam in der ersten Runde das Rematch aus dem WM-Finale gegen Michael Smith. Michael van Gerwen liebt es einfach, sich zu rächen. Wenn er verloren hat, wartet er auf den Moment, indem er es allen zeigen kann. Und so zogen die Wildcards Nathan Aspinall, Chris Doby und Dimitri Vandenberg ins Halbfinale ein und bekamen schon ihre ersten Punkte für die Tabelle. Im Halbfinale konnte sich Chris Doby gegen seinen Kumpel Nathan Aspinall durchsetzen und auf der anderen Seite zog Michael van Gerwen über Dimitri Vandenberg ins Finale ein. Dimitri Vandenberg, der den ganzen Abend irgendwie so ein komisches Grinsen aufgesetzt hat. Ich weiß nicht, worüber er sich die ganze Zeit gefreut hat, aber irgendwie hatte er gute Laune auf der Bühne. Letzte Woche konnte Chris Doby seinen ersten Major-Titel mit den Masters holen und wurde daraufhin einen Tag später in die Premier League als Wildcard eingeladen. Wer weiß, ob er eingeladen wäre, hätte er das Masters nicht gewonnen. Ich gehe nicht davon aus. Und nicht mal eine Woche später steht er im Finale gegen Michael van Gerwen am ersten Spieltag der Premier League. Und nicht nur das, er konnte den ersten Spieltag sogar für sich entscheiden und steht damit auf der 1 bei der Premier League Tabelle, die ich euch jetzt hier im besten Falle einblende. Da könnt ihr sehen, wer das erste Spiel gewonnen hat, hat schon Punkte gesammelt und oben Chris Doby, der ja den ersten Tag gewonnen hat im Finale gegen Michael van Gerwen. Also Chris Doby bestätigt die PDC, dass sie alles richtig gemacht haben, als sie Chris Doby diese Wildcard gegeben haben. Und ganz kurz für alle, die auf The Zone geguckt haben, der Dart war im Triple.